Wir befinden uns im wohl exklusivsten Ei-Video, welches es in Pokémon Go geben wird. Das GoFest Abschluss-Event. Da gibt es unangekündigte 7 Kilometer Event-Eier. Und ich glaube, die sind garantiert in den Geschenken und ich werde alle vollen 30 Geschenke öffnen. Mit einem 7 Kilometer Ei. Und zwar 4 Habitate. In jedem Habitat andere Eier. 4 Ladungen. Aus jedem Habitat. Auf geht's, erhöhte Shiny-Chance, natürlich dann auch in den Eiern. Ich habe schon gut abgesahnt, vielleicht auch hier irgendwas. Der Vorteil dabei ist dann natürlich, das kann gar nicht Shiny sein, dass es gute IV hat, mindestens 10, 10, 10. Und hier haben wir das Pantymos von eben, Sichlor, Mediti, dann Vegimak, Flecknoil und Schnut, Laukaps, nicht Schnuthelm. Okay, vielleicht ist von den IV ja noch irgendwas dabei. Boah, ich bin echt gehypt, da freue ich mich. Das wird ein ganz besonderes Ei-Video. Das ist CC10, so selten wie ein 100er. Naja, kann man nichts machen. Okay, auf zum nächsten Habitat mit den Feuergestein-Pokémon. Wow. Und hier bin ich mit den nächsten 8 Eiern aus dem Moskito-Habitat. Da kann Kamaub drin sein. Genau, wo ich sage. Kamerupt, Cognodon, Grillmark, Staloborn. Nein, mit Staloborn meine ich natürlich, ihr wisst schon, Rotomurf und Milzer. Na, außer Kamaub. Nein, Moment mal, Kamaub gibt's auch schon in Shiny. Außer Kurtel und Rotomurf, alles in Shiny möglich. Und da war auch schon ein Milzer mit ein paar XL. Und da ist das Rotomurf. Staloborn ist so stark. Also wirklich, sowohl für Typ Gestein als auch für Typ Boden. Eher für Typ Boden. Na sorry, was ist hier los mit mir? Die exklusiven Eier machen mich nervös und da verspricht ich mich die ganze Zeit. Also, na wieso schillert da nichts? Erhöhte Shiny-Chance und so. Ich will doch was aufs Vorschaubild geben. Niantic, seid mal nicht so. Ne, gönnt mir auch ein paar Klicks. Und nein, ich meine nicht diese Klicks, die es dann in dem nächsten Habitat gibt. Von denen brauche ich nicht unbedingt so viele. Ne, schauen wir mal die IV an. Vielleicht ist hier ja was. Oh, aus New York. Was richtig Geniales dabei. So, nö. Noch haut mich nichts aus den Latschen. Na gut, dann werde ich wieder rausgehen und ein bisschen latschen. Und jetzt noch 7 und dann wieder 7 sind wir genau bei 30. 8 plus 8 plus 7 plus 7 müsste 30 ergeben, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Pikachu! Und da bin ich wieder, diesmal mit dem Voltriant-Habitat, wo die meisten Elektro-Pokémon dabei waren. Und da ist wirklich schon ein Klick. Alles außer Flunschlick kann Shiny sein. Fritzelblitz, Wadribi, Tanpingyon. Klick und dann, genau, Laukaps, Schnuthelm, ich verwechsel die beiden immer. Das Ding, Schnuthelm, meine ich natürlich. Genau, schauen wir mal, ob wir jetzt Glück haben. Robball, das war noch ein 5-Ei, hat sich gerade so angeboten, das nebenbei dazu zu packen. Und jetzt muss ich dann noch schnell, es ist bald 18 Uhr, die Geschenke öffnen für die letzten 7 Eier im letzten Anego-Habitat, wo dann unter anderem auch Tropius schlüpfen kann oder Somnium, das neue Shiny. Wo Shiny? Fragezeichen. Ich meine, okay, okay, kann mal einen Stern bekommen, einen 96er. So, das sind ja nicht unbedingt Community Day Shiny-Raten, doch zumindest erhöht. Und wenn man da 30 Eier brütet, kann schon vielleicht eines dabei sein. Nein. Auf zur letzten Ladung. Der Schilling, Alter. So, nächster Tag für diese Eier habe ich mir jetzt Zeit gelassen. Ich war gestern einfach zu K.O. Und wann man die brütet, ist ja egal. Letztes Habitat mit Anego. Tangela, Tentacha, Tropius. Einziges Pokémon, welches hier nicht shiny sein kann. Ammonitas, Sodamark und Somnium, das neue Shiny, habe ich noch bekommen. Ganz am Ende, kurz vor knapp und eventuell brüten wir jetzt noch eines, denn so ein Highlight war noch nicht dabei, muss ich leider sagen. Da habe ich die erhöhte Shiny-Rate ein bisschen zu sehr überschätzt. Tangela ist das giftgrüne Shiny. Oh, das wäre genial. Sodamark.
Hier noch ein 10er-Ei. Was denn auch sonst? Es folgen dann später noch weitere Eier, die chronologisch davor passiert sind. Doch ich will für euch die spannenden Dinge natürlich an den Anfang schneiden. Na gut. Bisschen schade. Ich hätte schon gehofft, dass ein Shiny kommen würde. Ne, kann man nichts machen, doch ich habe kein einziges 7 Kilometer GoFest Video gesehen. Von daher, ich glaube, das ist was Besonderes und ich hoffe, das war es wert für euch, dass ich da immer nach Hause gegangen bin. Okay, und jetzt noch einige Eier, die aber wie gesagt chronologisch davor passiert sind. Oh, Spielezwein. Oh. Diese Eier wird es bald nicht mehr geben. 11 10er-Eier, ein 5er-Ei. Natürlich von der Wochenbelohnung, die überschüssigen. Und das war unter anderem die Wochenbelohnung, denn Dratini ist gerade nicht einfach nur so in den Eiern Geronimats schon. Die nächste Jahreszeit steht vor der Tür und da gibt es üblicherweise FM. Auch relativ selten eigentlich hier. Da gibt es üblicherweise eine Änderung der Eier. Also nutzen wir die letzte Woche noch und quetschen ein Ei-Video raus. Das ist das 5 Kilometer Abenteuer-Sink-Ei mit einem männlichen Quabbel. Na okay. Ich meine, gibt's gerade nicht wirklich in der Wildnis, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, Flapion, bisschen zu viele. Das ist so das einzige Pokémon, wo ich sage, ja, das könnte man ein wenig zurückschrauben. Na, Wuffles sollte in den 10er Eiern eigentlich auch häufig drin sein, doch das bekomme ich eher weniger. Ist mir echt schon aufgefallen. Oh, Viscora auch sehr schön. Oh, 9XL. Das nehme ich komplett. Emolga könnte schon langsam shiny sein, würde ich mal behaupten. Riolu, da fehlt mir noch ein 100er. Shiny habe ich hier mal ausgebrütet bei dem krassen Event, wo das in den 2 Kilometer Eiern war. Ja, wirklich, das Ding ein bisschen weniger. Na, und ansonsten, ja, finde ich die jetzt gar nicht so schlimm. Doch ich freue mich schon, hier auch einige noch aus der Steiermark, freue mich schon auf die neue Ei-Rotation. Jetzt habe ich lang nicht mehr fürs Video ausgebrütet, immer mit der Unendlichen die anderen weg. Noch ein 98er Ohr doch. Das hatte ich schon mal. Also ich habe ein 98er. Hier schlechtes Dratini. Riolu. Okay. Na dann, mal schauen, was ich noch so sammeln kann.